Stellen Sie sich vor, Sie laufen zum Bus, der Ihnen fast vor der Nase davonfährt und plötzlich kommen Sie außer Atem, dass Sie beinahe keine Luft mehr bekommen. Für gesunde Menschen pendelt sich dieser Zustand schnell wieder ein, doch für Menschen mit Asthma ist dies beinahe ein Dauerzustand. Wenig bis gar keine Luft bekommen, das klingt nicht nur unschön, sondern auch lebensgefährlich. Dennoch gibt es aus medizinischer Sicht einen Unterschied zwischen Belastungs- und allergischem Asthma. Wie wird hier die Diagnose gestellt? Welche Therapieformen gibt es und ist diese Erkrankung überhaupt heilbar? Darüber sprechen wir heute im Gesundheitsmagazin und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen heutigen Studiogast, Frau Dr. Robert Breyer-Kuhansal. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin und auch Vorständin der Abteilung für Atmungs- und Lungenerkrankungen an der Klinik Hitzing in Wien. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Grundsätzlich einmal fangen wir mal von vorne an. Was ist überhaupt Asthma? Asthma ist eine chronische Erkrankung, das heißt, sie ist wirklich gekommen, um zu bleiben, die vergesellschaftet ist mit Atemwegen, die dauerhaft entzündet sind und dazu neigen, sich zu verengen. Der Vorteil ist, es ist variabel, das bedeutet, es ist nicht permanent so, sondern immer wieder und wird ausgelöst durch gewisse Auslöser, besser gesagt, wir nennen es die Trigger. Mhm. Und tatsächlich haben diese Menschen eine genetische Komponente, also man hat das, aber es machen natürlich Umweltfaktoren spielen eine sehr große Rolle für diese Auslöser im Rahmen dieser Asthma-Attacken und Symptome. Mhm. Und über diese ganzen Auslöser, diese Trigger und auch über die Umwelt, da sprechen wir dann eh noch später dazu. Grundsätzlich habe ich aber gelesen, es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen dem Belastungs- und dem sogenannten allergischen Asthma. Können Sie das mal erklären? Also es gibt verschiedene Asthmaformen. Das bedeutet, wie werden sie ausgelöst? Wann werden Symptome ausgelöst? Und ist das allergische Asthma fast bei 2/3 der Patientinnen und Patienten der Fall. Da ist es eine Allergie. Aber eben diese Trigger können unterschiedlich sein, wie Belastung, kalte Luft zum Beispiel oder Allergien auf Umweltfaktoren. Das heißt, es ist unterschiedlich, welche Asthmaform. Das heißt, es heißt auch nicht, dass man eine haben kann und die anderen nicht. Also oftmals hat man doch mehrere. Aber es gibt Unterschiede und wichtig ist, dass man auch die richtige Diagnose stellt und genau diese Trigger gut identifiziert. Was sind da so grundsätzlich einmal die ersten Symptome für einen sogenannten Asthmaanfall? Also ganz typisch, natürlich das, was wir auch kennen, ist die Atemnot. Das ist es wird sehr unangenehm empfunden, wie wir uns alle vorstellen können. Aber was oft übersehen wird, ist so ein dauerhafter Husten, der vor allem in der Nacht ist. Und das sind so die wirklich typischen Symptome. Oft ist es auch so, und gerade bei jüngeren Patientinnen und Patienten, die haben ein Atemgeräusch. So, wir sitzen hier gemeinsam und ich höre sie nicht atmen. Das ist ein gutes Röcheln dann? Oder wie kann man sich das vorstellen? Es ist wie ein Quietschen beim Ausatmen. Ja, also wenn wir beim Ausatmen jemanden hören, da müssen wir schon wirklich an dieses pfeifende Atemgeräusch und dieses Asthma denken. Nun hört sich das ja alles nicht so prickelnd an. Also man liegt dann im Bett, man schläft, man hat diesen Husten, man kriegt dann schlecht Luft durch unterschiedliche Trigger, so wie Sie auch gesagt haben. Aber ist grundsätzlich Asthma per se, jetzt aus medizinischer Sicht betrachtet, wirklich lebensbedrohlich? Also die gute Nachricht ist, es ist sehr gut behandelbar. 95% der Patientinnen und Patienten sind mit der kommerziellen Therapie, mit der gewöhnlichen Therapie, die uns zur Verfügung stellen, über die wir sicher noch reden werden, gut behandelbar und können nahezu symptomfrei sein. Das ist der Vorteil der Erkrankung, dass wir etwas tun können. Wichtig ist aber, dass wir überhaupt die Diagnose stellen und das dauert dann oft eine gewisse Zeit. Wenn Sie jetzt, weil Sie eben vorher schon über die Auslöser gesprochen haben, was wäre denn zum Beispiel jetzt bei einem allergischen Asthma so ein typischer Auslöser, wenn man genau weiß, okay, wenn ich jetzt das zu mir nehme, wenn ich jetzt das esse, wenn ich jetzt mit, weiß ich nicht, welchen Oberflächen zum Beispiel in Kontakt komme, dann kann es sein, dass ich tatsächlich einen Asthmaanfall bekomme. Was sind denn so diese Trigger, was Sie vorher genannt haben? Also beim allergischen Asthma ist vor allem alles, was ich einatmen kann. Also das, was wir kennen, sind die Milben zum Beispiel, das sind Hunde und also Tierhaare, Katzen- und Hundehaare und die Pollen, das ist die Blütenpollen, das ist uns bekannt. Natürlich machen das auch gewisse Nahrungsmittel. Wichtig ist, dass man das austestet letztendlich, weil es wäre sonst ein Raten. Und
Tatsache ist, gerade so Faktoren wie die Milben, diese Milbenallergie, da kann man, das ist immer da. Bei den Blütenpollen hat man den Vorteil, dass es saisonal bedingt ist. Also es sind Saisonen und da weiß man, da kommen jetzt diese Symptome. Aber gerade wenn es bei den Milben, dann hat man das dauerhaft, diese Belastung, und das muss man schon gut detektieren und untersuchen. Und das Belastungsasthma, nehme ich an, das entsteht dann eigentlich, wenn man so einen gewissen Sport macht und dann irgendwie außer Atem kommt, oder wie kann man sich das vorstellen? Also das Belastungsasthma bedeutet, also alle Asthmatikerinnen und Asthmatiker haben eine gewisse Empfindlichkeit der Atemwege. Ja, also eine Überempfindlichkeit, dass sie bei gewissen Reizen eben sich verengen. Und beim Belastungsasthma oder bei Patientinnen und Patienten, die das haben, ist es so, dass wenn sie eine Belastung machen, wie zum Beispiel Sport, aber auch Alltagsaktivitäten, einen Berg aufgehen zum Beispiel, und dann ist die Luft vielleicht auch noch kalt, dann reagieren die Atemwege relativ schnell. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass man alle Trigger haben kann, aber man kann auf jeden Fall mehrere haben. Mhm. Haben Sie da als Expertin auch Erfahrungen gemacht mit PatientInnen, zum Beispiel, dass sie sagen, wenn sie jetzt irgendwelchen schlimmen Situationen ausgesetzt sind, zum Beispiel Psychosomatik, an das denke ich nämlich, dass das dann auch einen Auslöser irgendwie macht bei den Menschen, die Asthma haben? Also Stress kann ein Triggerfaktor sein. Stress löst ja etwas nicht nur jetzt im Kopf bei uns aus, sondern überhaupt im gesamten Körper. Und das kann durchaus dann zu verstärkten Symptomen oder einem Anfall natürlich führen. Das Wichtige ist, wie gesagt, wenn du die Diagnose kennst und eine gute Behandlung hast, dann könntest du trotz all dieser Trigger, die auf einen zukommen, symptomfrei oder zumindest symptomarm gut leben. Wie entsteht überhaupt Asthma? Also wann manifestiert sich das? Ist es tatsächlich so, dass das schon im Kindesalter irgendwann sich einmal einschleicht und dann trägt man das so bis ins Erwachsenenalter mit sich herum? Oder wie kommt es überhaupt dazu? Also es ist so, zum einen ist es eine genetische Komponente. Wir wissen, wenn die Eltern zum Beispiel ein Asthma haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Kind auch eines hat. Also das ist mal das eine. Vor allem das mütterliche Asthma scheint eine große Rolle zu spielen. Nichtsdestotrotz haben Umweltfaktoren, spielen die auch eine Rolle. Vor allem, das spreche ich besonders an, wenn man eine große Belastung hatte durch Passivrauch, ja, und die Atemwege schon ein bisschen diese Veranlagung haben, dass sie sich schnell verengen, dann natürlich kann es dann besonders dominant werden. Mhm. Das heißt aber nicht, dass nur Kinder Asthma haben oder Erwachsene, die ein Asthma haben, als Kinder schon gehabt haben müssen. Also die Verteilung ist tatsächlich so, viele haben es im Kindesalter schon, aber es gibt auch Erwachsene, die erst mit höherem Lebensalter die Symptome entwickeln und die Asthma-Diagnose haben. Also genetische Disposition einerseits kann im Kindesalter dann kommen, kann aber auch, wenn man dann eben schon erwachsen ist, dann auf einmal auftreten. Ja. Wenn wir jetzt hier davon, wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, wie viele Menschen in Österreich leiden denn an Asthma überhaupt? Also wir haben ja auch das Ludwig-Boltzmann-Institut für Lungengesundheit und da haben wir eine sehr große Studie, die LEAD-Studie, in der Gesamtbevölkerung ausgerollt und da haben wir über 15.000 Menschen eingeschlossen. Und da haben wir untersucht tatsächlich, wie viele haben ein Asthma, und das waren 5%. Von jung bis alt, 6 bis 80 Jahren, das sind damit, wenn ich es mir hochrechne, 500.000 Österreicherinnen und Österreicher, die diese Erkrankung haben. Das ist schon eine enorme Zahl eigentlich. Ja, das ist tatsächlich enorm, ja. Ja, wie schaut das dann alters- und geschlechtsspezifisch aus? Was gibt es da für Unterschiede? Also Tatsache ist gerade, wir haben das auch untersucht, es gibt schon so eine gewisse Dominanz, gerade bei den jungen Männern, Tatsache ist dann, es gleicht sich nahezu aus. Das, was unterschiedlich ist, ist sicher die Wahrnehmung zu Symptomen, wie viel man toleriert und letztendlich auch bis wann es dauert, bis man zu einer Diagnose kommt. Das sind so geschlechtsspezifische Unterschiede. Mhm. Frau Doktor, Sie haben das jetzt schon sehr gut eigentlich im ersten Teil unserer Sendung erklärt, was tatsächlich Asthma ist. Sie haben auch erklärt, es gibt einen Unterschied zwischen dem sogenannten Belastungs- und allergischen Asthma. Wir haben darüber gesprochen, was die ersten Symptome ist, ob das überhaupt auch lebensbedrohlich ist. Und dann haben wir auch über die Entstehung gesprochen. Dann haben Sie gesagt, ganz viele Menschen in Österreich leiden tatsächlich an Asthma. Wie viele waren das nochmal? Eine halbe Million Menschen. Das ist schon sehr viel. Und ich nehme an, Tendenz könnte irgendwie steigend sein, wenn wir uns auch jetzt die Umweltfaktoren ansehen. Was mich tatsächlich jetzt interessieren würde, ist, wie erfolgt überhaupt die Diagnose? Also wenn ich jetzt merke, als junger Mensch zum Beispiel, irgendwie bekomme ich so das Gefühl, als würde mich irgendwas hier zusammenschnüren. Oder ich habe immer so einen Husten, wenn ich zum Beispiel irgendwas Bestimmtes esse oder wenn ich eine Katze streichle.
jetzt gehe ich zum Arzt oder zur Ärztin. Wie wird hier die Diagnose gestellt? Also zum einen, bei der halben Million ist mir ganz noch wichtig zu betonen, das betrifft alle Altersgruppen. Normalerweise ist eine chronische Erkrankung ja etwas, was in höheren Alter erst vorkommt. Und hier ist es wichtig, dass wir eine Sensibilität haben, dass das auch bei Kindern und Jugendlichen vorkommt. Und genauso wie Sie das beschreiben, Sie haben Symptome oder Sie merken, hier ist etwas, das führt Sie dann zur Abklärung. Und hier ist ganz besonders wichtig die genaue und gute Fragestellung. Wann ist das passiert? Wie lange, seit wann ist dem der Fall? Hatten Sie das schon früher so? Waren Sie als Kind häufig krank, hatten sie viele respiratorische Infekte nicht? Also das sind so typische Fragen, die wir stellen. Wann kommen die Symptome vor? Ich habe gerade vorher gesagt, beim Husten, wenn er vor allem nächtlich ist, da müssen wir gleich schnell sagen, das schaut aus, hört sich an wie ein Asthma. Und wenn diese Symptome und diese Anamnese, wie wir sie nennen, also die Geschichte gut passt, dann sind ein paar Untersuchungen ganz wichtig. Zum einen würde man schauen, ist eine Allergie dahinter, ja oder nein? Was sind die Triggerfunktionen? Wie ist die Lungenfunktion? Man misst auch mittels einem ganz simplen Ausatemtest, ist eine Entzündung in den Atemwegen vorhanden, ja oder nein? Und letztendlich eine Blutabnahme. Und das gehört zu dem Paket Diagnose Asthma dazu. Weil Sie jetzt auch gerade das angesprochen haben, dass Sie die Patientinnen fragen, ja, waren Sie denn öfter krank und so? Ist es dann tatsächlich so, dass Menschen, die Asthma haben, irgendwie vielleicht anfälliger sind für Bronchitis oder andere Erkrankungen jetzt gerade, die die Lunge betreffen? Also es ist tatsächlich so, dass ja auch viele Infekte assoziiert sind mit dem Asthma. Das bedeutet jetzt nicht primär, dass alle Asthmatiker sehr, sehr häufig krank werden. Aber man muss sich das so vorstellen, dass eine Infektion und Viren werden, wir sind wir alle gleich belastet, bei manchen von uns keine Symptome erzeugen und bei manchen von uns sehr starke und langanhaltende Symptome. Und da müssen wir ans Asthma denken. Ist ein Husten nach einem Infekt länger als 8 Wochen da, dann sollte eine gute Abklärung sein. Weil es kann durchaus sein, dass das durch diese Atemwegsverengungen, durch diese Reagibilität der Bronchien entstanden ist. Jetzt nehmen wir eben an, jemand hat tatsächlich so ein enger Gefühl in den Bronchien, in der Lunge, ist dann eh schon zum Arzt oder zur Ärztin gegangen, die Anamnese hat stattgefunden, dann wurde die Diagnose gestellt. In weiterer Folge, was gibt es dann für Behandlungsmethoden für diese Person? Also ganz wichtig ist, dass man es weiß, dass man sich bewusst ist, dass diese Anfälle und Symptome kommen können. Und da gibt es sehr gute Therapien, weil es ist eine Entzündung der Atemwege. Und für eine Entzündung der Atemwege brauche ich ein inhalatives Cortison. Das hört sich bei manchen sehr erschreckend an. Ich kann aber alle beruhigen. Es ist im Mikrogrammbereich und es kommt dort an, wo sie arbeiten soll, in den Atemwegen und nicht sozusagen im Blut. Es geht nur ein ganz kleiner Teil dort hinein. Also ein Cortison zum Inhalieren und einen Atemwegserweiterer in Kombination oftmals, das ist die beste Therapie, wenn ich Symptome habe. Ist es dann tatsächlich so, dass dieser Cortison-Spray wirklich ein lebenslang genommen werden muss? Ist das die lebenslange konsequente Therapie, die durchgezogen werden muss? Also wenn Symptome da sind, dann ist eine Therapie notwendig. Der Vorteil beim Asthma ist, dass Sie diese Symptome variabel haben und die können über Tage verschwinden, Wochen, Monate und sogar Jahre. Das heißt, wir müssen nicht immer therapieren. Aber wenn der Arzt oder die Ärztin sagt, jetzt ist es Zeit für eine Therapie und die kann zu einem gewissen Teil auch dauerhaft notwendig sein, dann ja, ist es zu verwenden. Aber lebenslang und durchgehend, da muss man schon Richtung schweres Asthma diagnostizieren. Und dafür gibt es ganz andere Therapien, auch vielversprechende. Und Personen, die dann eben diesen Cortison-Spray inhalieren, haben die auch gewisse Nebenwirkungen? Naja, lokale Nebenwirkungen. Es macht oft einen Reiz im Hals. Aber wenn man es richtig und gut verwendet, dann sollten diese Nebenwirkungen wirklich minimiert sein. Tatsache ist aber, und das gehört zum Asthma und zur echten Therapie eigentlich dazu, dass man gut geschult ist, weil es gibt sehr viele Inhalatoren und da sollte man wissen, wie man seinen eigenen verwenden muss und vor allem wann. Nun sind Sie ja Fachärztin für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin. Trotzdem würde ich Sie gerne fragen, wissen Sie aus Erfahrung, wie das ist bei den Patientinnen, ob da tatsächlich auch im Sinne der Heilung oder dass die ganzen, dass das alles besser wird? Ist es so, dass man irgendwie sagt, okay, Alternativmedizin, zum Beispiel traditionelle chinesische Medizin, würde die hier etwas helfen? Haben Sie da Erfahrungen? Also bin ich wirklich einfach die falsche Ansprechpartnerin. Ich bin Klinikerin, Medizinerin in dem Bereich und damit kann ich leider nur antworten, was ich weiß. Wie sieht es denn aus mit Personen, die eben an Asthma leiden?
Würden Sie denen empfehlen, dass sie eine Reha, eine Kur oder vielleicht auch eine sogenannte Asthma-Schulung in Anspruch nehmen? Eine Asthma-Schulung macht 100% viel Sinn. Warum? Damit man auch die Therapie richtig nimmt, damit man auch sensibilisiert wird, wann habe ich die Symptome, dass man sie auch besser erkennt und auch vielleicht rechtzeitig, wie zum Beispiel beim Belastungsasthma, seine Therapie nimmt, sodass man dann gar nicht eingeschränkt ist. Weil man soll ja aktiv bleiben, das ist ganz, ganz wichtig. Das wollte ich Sie nämlich jetzt gerade fragen, Frau Doktor. Wie schaut das aus? Was sagen Sie den Patientinnen? Wie kann man tatsächlich mit Asthma ein uneingeschränktes Leben führen? Und jetzt wirklich im Sinne von am Arbeitsplatz, im Privaten. Was sagen Sie auch den Menschen, wie kann man da dann gut auch noch irgendwie sich bewegen und Sport machen? Also zu jeder Asthma-Diagnose und Therapie gehört auch das Ziel. Was ist unser Ziel? Unser Ziel ist, dass sie eben nicht eingeschränkt sind in ihren Alltagsaktivitäten. Und wenn man die Therapie wie verordnet verwendet, weiß, wann man sie nehmen soll und vor allem auch manchmal, bevor man in die Aktivität geht, dann kann man durchaus ein uneingeschränktes Leben führen. Wir empfehlen wirklich, dass man aktiv bleibt, weil alles, was die Aktivität anbelangt, alles, was Atemwegserkrankungen anbelangt, gehört das zusammen. Je mehr Aktivität, desto besser auch der Erfolg dann in der Therapie. Also mit Asthma trotzdem zum Beispiel laufen oder was auch immer für einen Sport haben und dann irgendwie den Asthma-Spray, den Cortison-Spray zum dabei Beispiel haben. Ich habe eine Fußballerin behandelt und die hat tatsächlich das doch gespürt. Und sie hat rechtzeitig, und dann wusste sie auch genau, zu welchem Zeitpunkt davor die Therapie verwendet und war überhaupt nicht eingeschränkt. Und das, denke ich, ist das Ziel, das man haben muss. Gibt es auch etwas, wo Sie sagen, darauf sollten AsthmatikerInnen wirklich dezidiert verzichten, wie zum Beispiel, ich nehme an, Rauchen? Oder gibt es eine spezielle Ernährung? Also Rauchen ist das ganz große Thema. Und damit meine ich nicht nur das Aktivrauchen, sondern auch das Passivrauchen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Menschen, die bereits in den Atemwegen durch diese krank sind, also chronische Entzündung haben, wenn wir hier dann noch aktiv eine Belastung zuführen, dass das schädlich ist. Ich glaube, das können wir uns alle gut vorstellen. Also das ist ein ganz großes Thema. Auch gerade Asthmatikerinnen und Asthmatiker, die gerade keine Symptome haben und dann aktiv rauchen, das verursacht sehr, sehr schwere Anfälle. Das ist schon ein Thema, das ich auf jeden Fall. Was die Ernährung anbelangt, was wir wissen, ist, dass gerade wenn man sehr adipös ist, durchaus Asthma sich verstärken kann. Also hier ist es wirklich wichtig, auch zu achten darauf, dass nicht zu viel Fettmasse vorhanden ist. Okay, also eigentlich schauen wir, dass der BMI quasi auch passt zusätzlich. Unsere Zeit ist leider gleich vorbei, aber ich würde noch eine Frage stellen, weil wir vorher über die Umwelt gesprochen haben. Sollte man dann als Asthmatiker oder Asthmatikerin seinen quasi Lebensort gezielt irgendwie anpassen? Ich denke jetzt an Berg oder Meeresluft. Also gute Luft tut uns allen gut, gar keine Frage, aber 95% unserer Patientinnen und Patienten sind mit der Therapie sehr gut behandelt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Message. Und es ist nicht notwendig, dass sie woanders hinziehen. Tatsächlich haben wir ja die Möglichkeit, dass man reist zum Beispiel, aber an sich sollte es mit der Therapie gut gehen. Und ich würde mir wünschen, dass die, die hier sind, in Österreich auch hier bleiben. Frau Dr. Breyer-Gohansson, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Danke und danke für den Besuch bei uns im Studio. Sehr gerne. Ja, dieses Interview kam in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbeilage der Kronenzeitung zustande. Aktuelle Medizinthemen, Hintergrundreportagen, Wohlfühltipps und Expertenmeinungen finden Sie jeden Samstag in der Printausgabe, im E-Paper und auf krone.at. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich auch schon wieder von Ihnen zu Hause. Herzlichen Dank, dass Sie wieder mal eingeschaltet haben zum Gesundheitsmagazin. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.